Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. Wir wollen uns heute mit den Drohnen mal beschäftigen und das Ganze jetzt theoretisch mal durchspielen. So, also es gibt für die verschiedenen Rassen die unterschiedlichen Drohnen. Hier erkennen wir die Drohnen für den Kaldari, Galente, Amar und Minmatar-Raum. Die sind auch jeweils, sollte man die gegen die Ratten einsetzen, die dort ja zu Hause sind in den verschiedenen Regionen. Das begründet sich ganz einfach darin, dass die alle unterschiedliche Schadensarten machen. Wir sehen hier bei den Kaldari-Drohnen vor allem Kinetikschaden, und nicht vor allem ausschließlich Kinetikschaden. Hier haben wir Thermalschaden, hier haben wir EM-Schaden und hier Explosivschaden. Und genau gegen diese Schadensarten sind die Ratten dann besonders anfällig. So, was wir hier oben allerdings sehen, die Drohnen, auf jeden Fall in den Schilden und in der Panzerung, haben alle dieselben Resistenzen. Und genau. Was die halt an Schadensarten abkönnen. Und sie haben allerdings unterschiedliche HP an den verschiedenen Panzerungen. Also hier sehen wir 70 HP in der Panzerung, hier 90, hier 190 und hier wiederum nur 90. Genauso verhält sich das bei den Schilden. Hier haben wir 100, hier dafür nur 40, 50 und 180. Genau. Die verschiedenen Reparaturzeiten sind, also die reparieren natürlich ihre Panzerung nicht, aber sie reparieren ihre Schilde oder laden die wieder auf. Genau, und auch das ist ziemlich unterschiedlich. Genau, darauf muss man achten. Was gibt es sonst noch an Besonderheiten? Nun ja, die Drohnen machen alle unterschiedliche Schadensarten und auch unterschiedlich viel Schaden. Ganz kurz, wir haben hier die Schadensmodifikatoren. Die sind alle unterschiedlich. So. Aber je mehr Schaden eine Drohne macht, desto langsamer ist sie auch unterwegs. Das heißt, wenn man mit vielen Gegnern zu tun hat, die nah um einen rundherum kreisen oder die auf einem Haufen sind, ist es ganz günstig, wenn die Drohnen mehr Schaden machen. Wenn die Drohnen immer weit fliegen müssen, ist es natürlich günstiger, wenn sie schneller am Ziel sind, weil sie dann auch etwas eher Schaden machen. So, wir sehen das hier, Maximalgeschwindigkeit 3150 Meter, hier sind wir sogar bei 4200 und hier sind wir nur bei 2800. Dafür ist der Schadensmodifikator hier aber auch am höchsten. So. Deshalb sollte man immer aufpassen, welche Drohnen man jetzt wirklich gegen die Gegner einsetzt. Genauso verhält sich das mit der Geschützturm-Nachführung. Das haben die Drohnen auch. Also sie treffen schnelle Gegner deutlich schlechter. Zum Beispiel die Hobgoblin trifft schnelle Gegner deutlich schlechter als zum Beispiel die Warrior. So. Da sollte man halt also wirklich aufpassen, ob und welche Drohnen man jetzt wirklich benutzen möchte. Genau, sehr beliebt sind eigentlich die Hobgoblin, weil sie halt den höchsten Schaden machen. Dafür sind sie aber halt auch, wie gesagt, langsamer. So, wir haben jetzt hier die Combat Drone oder die Kampfdrohnen in der leichten Variante. Die sind, also auch in der Variante 1 noch davon, wenn wir jetzt hier mal gucken, Voraussetzungen sind relativ entspannt, sage ich mal. Also wir brauchen bloß die drei Skills, jeweils auf Level 1. Die hat man sehr schnell zusammen. Da
Ja, muss man nicht lange dafür trainieren und dann kann man schon die Drohnen einsetzen. Wo man halt allerdings aufpassen muss, bei den Skills, kann man dann, also hier kann man Fertigkeit zur Steuerung von Drohnen, je eine Drohne mehr pro Skillstufe, also wenn ich hier Skillstufe 1 habe, kann ich auch wirklich bloß eine Drohne nutzen. So, das sollte man wissen, weil je mehr Drohnen man natürlich nutzt, desto mehr Schaden ist da. Deshalb, man kann das wieder wie bei allen Waffensystemen oder bei den meisten Waffensystemen, die kleinen Varianten kann man ziemlich schnell nutzen, aber halt auch nicht in der maximalen Schadensausprägung. Genau. Und dann sehen wir hier die verschiedenen Varianten. So, da gehen wir jetzt mal etwas genauer drauf ein. So, wir haben jetzt hier die Tech 2-Variante. Die Integrated, das wäre die da. Dann die Faction-Drohne und die Augmented. So, die gucken wir uns dann später mal an im Vergleich. So, wie bei allen Sachen, die Drohne 1 ist natürlich wieder die billigste mit Abstand. Wenn wir uns die ganze Sache hier mal fix angucken. Hornet. Ja, die Dinger kosten fast nichts. Und schon, wenn ich mir die Hornet 2 angucke, ist das Ganze ja etwas teurer. Bei den Kaldari Hornets sind wir dann schon bei fast 2 Millionen pro Stück. Und die Integrated, ja, 300.000. Genau. Das ist also schon ein erheblicher Preisunterschied. Genau. Voraussetzung. Wir gucken uns gleich hier die Voraussetzung an und sehen, alles klar. Hier braucht man schon echt, ja, eine ganze Menge Skills. Bei denen geht das immer noch, aber schon bei der Hornet 2, ja, ihr seht, ihr braucht viele Skills auf Max-Level und das Ganze dauert dann halt auch. Ich würde jetzt hier für die zwei Punkte noch 11 Tage dauern oder brauchen, um die zu trainieren. Ja, ist natürlich dann schon mal eine Ansage. Allerdings, wenn wir uns jetzt mal die Attribute anschauen, haben die Dinger auch deutlich mehr, ja, HP in den verschiedenen Klassen, beziehungsweise laden sich schneller wieder auf und sie machen auch mehr Schaden. Wenn ich hier sehe, Schadensmodifikator 1,8 und hier vorne haben wir 1,5, das ist schon ein erheblicher Unterschied. Genau, deshalb sollte man dann wirklich darauf achten, welche Drohnen man mitnimmt. Und ob es einem wert ist, die Drohnen dann eventuell auch zu verlieren. Weil ihr werdet die Dinger nicht nur einmal irgendwo im Weltall zurücklassen. So. Ich würde jetzt einfach mal die Integrated hier zumachen und die nochmal mit herholen. Und hier sehen wir auch, die machen etwas weniger Schaden. Und die hier haben halt 20 Schadenspunkte auf Kinetikschaden. Genau. Das zur Einführung der unterschiedlichen Drohnen. Wie gesagt, wenn ihr Drohnenschiffe fliegen wollt, was jetzt zum Beispiel die Gila ist oder die Vexor, dann werdet ihr sehr schnell auf die teureren Drohnen gehen, auf Tech 2 oder dann Faction-Drohnen, weil ihr hiermit ja am Ende dann doch keinen Blumenstrauß mehr gewinnen könnt. Da solltet ihr aufpassen, das ist auch ziemlich ja, wichtig, dass ihr dann auch die richtigen Drohnentypen einsetzt, weil eure Schiffe sonst wirklich wenig Schaden machen. Genau. So, jetzt schauen wir uns mal an, was gibt es denn alles an Drohnen?
So, genau, wir hatten jetzt schon hier geguckt, okay, wir haben bei den leichten Aufklärungsdrohnen wieder die verschiedenen Rassen gehabt oder für die verschiedenen Rassen und da die verschiedenen Kategorien. Wenn wir das jetzt mal zumachen, sehen wir, es gibt leichte Aufklärungsdrohnen, mittlere Aufklärungsdrohnen, schwere Angriffsdrohnen und Wächterdrohnen. Wir hatten jetzt gerade die leichten Aufklärungsdrohnen. Wir gehen jetzt mal zu den mittleren Aufklärungsdrohnen. Da haben wir genau dasselbe, wie wir gerade bei den leichten Drohnen hatten. Wir haben wieder die für die verschiedenen Völker und können uns das jetzt Ganze mal kurz anschauen. Zack, zack, zack. Es ist, das wollte ich nicht. Es ist wieder genau wie bei den Drohnen, die wir gerade gesehen haben. Die haben alle unterschiedliche Schadensarten, also 1 zu 1. Nur, dass die mittleren Drohnen insgesamt deutlich langsamer sind und deutlich mehr Schaden machen. Und zusätzlich ist es genau wie bei den Schiffen. Je größer eine Drohne ist, desto schneller und desto lieber wird sie von kleineren Gegnern angegriffen. Also wenn ihr jetzt irgendwo hinfliegt und sagt, alles klar, ich nehme nur mittlere Drohnen mit oder vielleicht sogar schwere Drohnen und kämpft die ganze Zeit gegen Fregatten, ist das Team nicht ineffektiv. Weil erstens werden die Fregatten sehr schnell auf eure Drohnen schießen, was dann dazu führen kann, wenn ihr nicht aufpasst, dass ihr die Dinger sehr zügig verliert. Und eure Drohnen machen aber auch deutlich weniger Schaden an den Zielen, weil die halt einfach deutlich schneller sind, eure Drohnen teilweise gar nicht hinterherkommen hinter den kleinen, schnellen Schiffen und ihr dann mehr oder weniger verloren habt. Sehr gerne kann man sowas beobachten bei den Triglavianern. Die sind ja bekanntlich sehr schnell unterwegs. Wenn ihr da mit Medium-Drohnen auf die Fregatten geht, haben die eine sehr, sehr kurze Lebensdauer. Sagen wir es mal so. Und da habe ich auch schon mehr als eine Drohne verloren gegen die Dinger. Genau. Wie gesagt, die verschiedenen Völker wieder. Und ja, setzt sie intelligent ein. So, okay. Dann haben wir die schweren Angriffsdrohnen. Die werden jetzt wirklich nur gegen mittelschwer, also ja, gegen Battlecruiser oder Schlachtschiffe eingesetzt, machen auch deutlich mehr Schaden, sind halt nur unglaublich langsam. Schauen uns jetzt mal hier die Berserker an. Ja, Maximalgeschwindigkeit, vorhin hatten wir Drohnen, die waren bei 4000 Meter pro Sekunde, hier sind nur noch bei 1500. Und die Geschützturmnachführung ist halt auch bei unter 1. Also ihr seht schon, ja, die machen jetzt nicht so sonderlich oder sind jetzt nicht so sonderlich schnell und vielleicht auch nicht so sonderlich effektiv gegen kleine Ziele. Vor allem, weil die optimale Reichweite halt auch sehr gering ist. Wenn die jetzt wieder größer wäre, könnte man sie auch gegen leichte Ziele oder gegen kleine Ziele einsetzen. Dafür haben wir aber auch einen relativ großen Schadensoutput. Genau. So. Also, je nachdem, gegen welche Schiffe ihr kämpft, setzt die richtigen Drohnen ein. Ihr könnt natürlich auch mit den leichten Drohnen gegen große Schiffe kämpfen. Die machen dann halt deutlich weniger Schaden, aber wenn ihr sie einfach nur im Frachtraum habt, weil die Drohnenfrachträume sind ja sehr oft sehr begrenzt und ja, dann nutzt halt einfach auch die Drohnen mit, um einfach den zusätzlichen Schaden zu machen. Genau. Was noch zu sagen ist, die Drohnen, sehe ich es gerade, die Bandbreite. Entweder ich übersehe es gerade.
Die Drohnen brauchen alle eine bestimmte Menge an Bandbreite. Ach, hier, unten sehe ich es. Benötigte Bandbreite. Je größer eine Drohne ist, desto mehr Bandbreite benötigt sie. Wir sehen hier, die Berserker braucht 25 Megabit. Und wenn wir im Gegenzug uns nochmal ganz kurz die Akolyt zum Beispiel anschauen, die braucht bloß 5 Megabit. Das ist auch immer eine Sache, wo man darauf achten muss. Wenn man Schiffe hat, die jetzt nicht unbedingt als Drohnenschiffe ausgelegt sind, ist auch meistens die Anzahl der Bandbreite oder die Menge der Bandbreite begrenzt. Da sollte man dann halt darauf achten, dass man jetzt vielleicht 5 kleine Drohnen mitnimmt anstatt einer großen. Ist dann meistens effektiver. So. Genau. Da solltet ihr drauf achten. So. Die Drohnen, die wir bis jetzt hatten, die leichten, mittleren und schweren Angriffsdrohnen, die können von den Alphas geflogen werden. Jetzt kommen wir zu Themen, die ich ja eher selten bis jetzt betrachtet habe, und das sind die Combat-Drohnen, die sich Wächterdrohnen nennen. So, die Wächterdrohnen sind starr, also die haben, wie ihr seht hier, keine Maximalgeschwindigkeit. Dafür haben sie eine riesige Reichweite. Mit anderen Worten, ihr werft die raus und die bleiben dort stehen. Ihr müsst sie dann auch wieder einsammeln. Dafür können sie aber auch die Gegner auf große Entfernung wegschießen. Sie sind jedoch nur für den Omega zu gebrauchen. Genau. Ihr seht auch, dass die Schildladezeit etwas größer ist. Dafür haben sie aber auch re wirklich relativ große Schilde. Also die Dinger werden gerne genutzt, wie ich das gesehen habe, bei diversen Combat Sites, wo man als Drohnenschiff weit draußen reinhüpft, dann die Dinger rauswirft, auch noch selber Waffen hat, die sehr weitreichend sind, und dann einfach die Schiffe auf die Entfernung wegschießt. Genau, gibt es auch wieder in den verschiedenen ja, Klassen, also in den verschiedenen Rassen, und können da dann jeweils für die Ratten eingesetzt werden. Aber ihr seht schon, die Dinger sind auch gleich mal etwas teurer. Auch in der Variante 1. So, das waren die Kampfdrohnen. Jetzt haben wir noch Kampfunterstützungsdrohnen. So, was macht eine Kampfunterstützungsdrohne? Nun ja, offensichtlich keinen Schaden. Wir sehen hier unten, ich kann nicht weiter runter scrollen. Schaden ist nicht. Aber wir sehen hier Neutralisierungsmenge. Die Dinger saugen den Gegnern Energie ab. Muss ich ehrlich sagen, also da sie auch als nur von den Omegas genutzt werden können, würde ich jetzt sagen, das sind eher PvP-Drohnen, die dazu da sind, den Gegner wirklich das Cap leer zu saugen, und dann kann man ihn ganz entspannt platt machen. Ich habe sie aber auch noch nicht selber irgendwo erlebt oder gesehen. Hin und wieder habe ich mal welche gefunden im Weltall, wenn ich rumgeflogen bin und gescannt habe oder nach Drohnen gescannt habe. Aber ja, sehr oft war das bis jetzt auch noch nicht. Genau. So, das sind die Kampfunterstützungsdrohnen. So, dann haben wir die Jäger. Die Jäger sind auch nur spezielle Drohnen für den Omega-Bereich. So, ihr seht hier schon, an Voraussetzungen als Alpha keine Chance. Und ich würde hier auch noch ewig brauchen, um die Dinger zu trainieren. Schauen wir uns die Attribute an. Genau. Hier muss ich ehrlich sagen, bin ich etwas
raus, weil ich die selber noch nicht geflogen habe. Ich glaube, die Jäger kann man selber ausstatten wie ein eigene Schiffe. Deshalb kann man die hier zusätzlich, also könnte man die Dinger jetzt hier fitten. Aber, ah nee, die bringt nur Unterstützung für die Energieneutralisierung aufs Schlachtfeld. Okay, ich nehme alles zurück. Obwohl ich das hier auch nicht unbedingt sehe, aber ja gut. Genau, bei den Jägern, wie gesagt, da gibt's findet man Vorläufe oder vorrangig im Low- bzw. Null-Sec bei den Leuten, die dann schon etwas länger spielen und ja, sich mit Runen beschäftigen. So. Und die gibt es auch wieder in den verschiedenen Kategorien, leicht, mittel und schwer. Und ja, kann man dann dort auch nutzen. Können gleich mal gucken, was die Dinger so kosten. Aktuellen Reiter, du da. Da sind wir dann schon bei ganz anderen Preisen, als wenn ich sehe, dass die leichten Drohnen hier unten 7.000 ist gekostet haben. Hier sind wir schon bei 17 Millionen. Ist dann schon mal eine Ansage. So. Genauso gut gibt es dann auch Drohnen zur elektronischen Kriegsführung. So. Die Akolyt, auch wieder nur für den Omega-Bereich zum Fliegen. Nimmt hier zum Beispiel die Nachführgeschwindigkeit raus von den Gegnern. Das heißt, wenn ihr Schiffe habt, die euch nicht treffen sollen, die Drohnen ausgeworfen und dann könnt ihr um die kreisen und werdet selber nicht abgeschossen. Aber wie gesagt, auch wieder nur durch den oder für den Omega einsetzbar. So. Dann sind wir bei den Bergbaudrohnen. Bergungsdrohnen. Bergbaudrohnen kommt danach. So, Salvager 1 und Salvager 2. Beide sind wieder nur vom Omega zu steuern und werden sehr gerne als ja, Unterstützungsdrohnen beim PvE eingesetzt. Das heißt, die Leute sind mit ihren normalen Schiffen unterwegs, schießen die Gegner ab, meistens noch mit einer Mobile Tractor Unit oder sowas, lassen sich die Wracks ranziehen, looten das Ganze und setzen dann ihre Drohnen aus, die Salvage-Drohnen, die dann zu den Wracks fliegen und genau dasselbe machen wie der normale Salvager. Die basteln die Dinger auseinander und wenn was geborgen werden kann, dann bekommt man das in den Frachtraum geliefert. Wie gesagt, auch wieder nur vom Omega nutzbar. Als Alpha muss man auf die ja, altbekannten Weg, ein zweites Schiff oder ein Salvaging-Modul zurückgreifen, mit dem man dann kommt und die ganzen Wracks noch abbaut. Gibt es natürlich auch wieder in Variante 1 und 2 und als Faction. Ja, Drohne. Unterschied ist natürlich wieder, wie schnell und gut die das Ganze abbauen können. So, jetzt sind wir bei den Bergbaudrohnen. Hier haben wir auch wieder die verschiedenen Bergbaudrohnen, die Civilian, die Mining und die Mining 2 und die Ice Mining Drohnen oder Ice Harvesting in dem Fall. Alle von denen sind auch wieder nur durch den Omega zu benutzen und haben die, wir können uns ja mal fix die Drohnen anschauen. Ihr seht, also doll mit Schilden ist es nicht. Wenn NPCs oder Gegner im Bild sind, sollte man die sehr zügig zurückholen.
Sehe ich irgendwo den Ertrag, den die bringen? Nö. Bergbaudrohne. Nee. Und wir sehen, es fehlt uns wirklich bloß ein Skill, den man hier lernen müsste, um die ja, nutzen zu können. Das heißt, wenn man vom Alpha zum Omega aufwertet, wäre das ein lohnenswerter Punkt, den man ausgeben kann, wenn man Mining betreiben möchte. Genau. Wo sollte man aufpassen beim Minen mit Mining-Drohnen? Naja, man kann die schon weiter wegschicken, allerdings sind die Dinger auch jetzt nicht unbedingt sonderlich schnell, wie ihr hier seht. 400 Meter pro Sekunde, ja, die brauchen dann schon eine Weile bis zum Asteroiden und zurück. Da sollte man ein bisschen hinschauen, dass man dann mit dem Mining-Schiff wirklich näher an den Asteroiden ransteht, wenn man das Ganze mit Drohnen abbauen will. So. Okay. Bei den Ice-Harvesting-Drohnen ist es genau dasselbe, aber die bauen halt einfach das Eis ab. Auch hier die HP eher sehr begrenzt. Genau. Dafür, wie gesagt, können sie halt einen sehr gut unterstützen, wenn man bisschen sich mit Bergbau beschäftigt. So. Und jetzt haben wir noch die Versorgungsdrohnen. Die sind auch nur vom Omega nutzbar. Ihr seht, die brauchen hier hinten wieder Repair-Drohnen. Das heißt, warum? Moment. Aktuelle Versorgungsdrohnen Light. Wir wollen jetzt erstmal die Light-Drohnen. Zack, zack. Die kann man auch als Alpha nutzen. Da habe ich mich bis jetzt noch nicht mit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen, weil ich bis jetzt die Drohnen immer nur als reinen Schadensmodifikator gesehen habe. Hier würde ich nochmal ausprobieren wollen bei Gelegenheit, ob es vielleicht sinnvoller ist, einen Satz von denen mitzunehmen, anstatt vielleicht, wie ich es momentan mit meinen Amarschiffen mache, leichte Drohnen und mittlere Drohnen, um halt gegen die verschiedenen Schiffe den Schaden ordentlich rauszubringen. Oder ob ich dann sage, okay, wenn ein schweres Hull sind, ich nehme lieber Reparaturdrohnen mit und kann mir da dann ein bisschen beim Reparieren helfen, weil ihr habt ja in den letzten Folgen gesehen, die Harbinger, die ich fliege, hat jetzt nicht unbedingt so sehr viel Möglichkeiten, sich selber zu reparieren. Die haut zwar ganz schön Schaden raus, aber sobald sie Schaden bekommt, wird es manchmal ganz schön eng. Genau, hier natürlich auch wieder Reparaturdrohnen, Amar repariert die Panzerung. Jetzt haben wir Hülle und Schild. Auch die ja, laden einfach mal den Schild wieder auf. Allerdings ist es jetzt auch nicht so viel, wie man hier sieht. 12 HP pro 5 Sekunden. Ja, kann man machen, muss man nicht. Inwiefern das effektiv ist, müsste ich mir wirklich nochmal anschauen. Vielleicht ist es wirklich auch sinnvoll, wenn man ja, nicht das eigene Schiff ständig reparieren will und halt öfter mal in die Hülle oder sowas geschossen wurde und jetzt sagt, okay, das ist mir zu teuer, das jetzt an Stationen reparieren zu lassen. Wie gesagt, man kann sich ja auch an die Stationen stellen, die von Spielern gehostet werden. Da hat man meistens auch ein Reparaturmodul mit dran, das einen dann, wenn man davor steht, dann wieder die Schilde und Armor und Hülle und so weiter auflädt.
Im Übrigen repariert es euch auch die Drohnen. Das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Fakt am Rande. Also, wenn ihr Drohnenschaden bekommen habt und die Dinger nicht in der Station reparieren wollt für Geld, stellt euch also in eine Spielerstation und lasst euch reparieren. Genau, das soll es jetzt erstmal zum Thema Drohnen gewesen sein. Was mir noch aufgefallen ist, man kann die Dinger ja selber herstellen. Mittlerweile lohnt es sich, wenn man regelmäßig nach in den großen Trade Hubs kommt, nicht die Drohnen selber herzustellen, weil die sind hier einfach so günstig. Ja, das war dann eine kurze Zusammenfassung über die Drohnen. Nutzt sie schlau und ja, viel Spaß beim Fliegen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht wieder im All unterwegs sind. Bis dahin eine schöne Zeit und fliegt sicher. Ciao!